Letzte Sendung ging es um eine entscheidende moralische Frage, ob man nämlich etwas Böses tun sollte, um Gutes zu tun. Im Klartext, darf man einen fiesen Tierquäler-Nerzmantel annehmen, um bedürftigen Menschen zu helfen? Bei meiner Spendensammelaktion letzte Woche auf der Millionärsmesse in München traf ich nämlich auf einen Pelzhändler, der mir ein ganz unmoralisches Angebot machte. Wir schauen da noch mal rein. Ich stehe 100% zu meinem Wort. Er kann von mir einen Nerzmantel wert von 20.000 Euro bekommen. Den lässt er versteigern. Amerikanische Versteigerung. So kriegen wir den heute noch? Ich habe jetzt den Mantel nicht dabei, aber ich bin in Bad Neuenahr. Er soll mich anrufen. Sobald diese Gala in München ist, da ist der NDR dann Zeuge, versprochen heute, bin ich dabei und der Mantel kommt mit mir zu dieser Gala. Ja. Ich habe da ja kein gutes Gefühl, weil irgendwie ist das Blutgeld für mich. Und deshalb, liebe Zuschauer, sollten Sie das entscheiden. Ganz demokratisch. Viele haben ja im Extra-3-Blog und im Forum auf unserer Internetseite hitzig mitdiskutiert. Und jetzt will ich wissen, wie das Votum ausgefallen ist. Und dazu schalte ich jetzt live zu unserem Extra-3-Nerz-Statistik-Experten Klaas Butenschön in unser Extra-3-Nerz-Statistik-Experten-Studio. Klaas, gibt es denn schon ein Ergebnis? Ja, Tobias, in wenigen Augenblicken erwarten wir hier das amtliche Endergebnis. Die letzten Stimmen werden aktuell noch hinter den Kulissen zusammengezählt. Und jetzt höre ich gerade, liegt uns das Endergebnis vor. Auf die Frage, soll Extra 3 den Nerz annehmen und ihn versteigern, sagen ja, von mir aus 73%. Das ist demoskopisch gesehen natürlich ganz weit vorn. Nein, lass mal stecken, das meinen 24% der Extra 3 Zuschauer. Und Schnauze sagen 3%. Das Votum fällt also eindeutig für die Versteigerung des Pelzes aus. Aber was sind die Argumente der Befürworter? Um das herauszufinden, haben wir uns eine komplizierte Frage überlegt. Und zwar, was sind die Argumente der Befürworter? Und hier sind die häufigsten Antworten. Auf Platz 1, die Tiere sind eh schon tot, die brauchen das Fell nicht mehr. Auf Platz 2, wenn Extra 3 den Nerz nicht nimmt, dann nimmt ihn irgendeine Münchner Edelschickse. Und auf Platz 3, ich mag Tiere sowieso am liebsten, wenn sie gut durch auf meinem Teller liegen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist übrigens eines bei dieser Wahl überaus interessant. Die Diskussion wird argumentativ auf einem herausragend hohen Niveau geführt. So schreibt zum Beispiel einer der Befürworter der Versteigerung, der User Humans First: Von mir aus könnte man auch Wallebertran oder Pferdemettwurst im Wert von 20.000 Euro versteigern. Ich brauche weder Frettchen noch bengalische Tiger oder Robbenbabys. Ja, Klaas, das klang ja jetzt sehr überzeugend. Was waren denn dann die Argumente der Gegner? Ja, Tobias, auch da habe ich mal eine Meinung exemplarisch herausgegriffen und vorbereitet. So schreibt der User Canexo: Extra 3 würde mit einer Nerzversteigerung seine Ideale verraten. Und das machen doch sonst nur die Grünen. Ja, Dankeschön, Klaas. Dankeschön an das Extra 3 Nerz-Statistik-Experten-Studio. Tja, verdammt, das werde ich wohl akzeptieren müssen. Extra 3 wird also den Pelzmantel demnächst auf einer Veranstaltung versteigern lassen. Wir bleiben da dran.